willkommen zu einem neuen Video. Heute mal alleine. Wir haben hier eine Neuigkeit auf unserem Kanal, die wir bisher noch nicht vorgestellt haben. Es handelt sich um Copy Smoke. Copy Smoke Hookah Pipe Tobacco Made with Love heißt das Ganze. 200 Gramm kosten hier 16,90 Euro. Und wir haben den Haribo Viola. Haribo Viola Bonbons, Pfeilchen soll dieser Geschmack sein. Ich muss dazu sagen, der Black Violet von Kismet war mitunter einer der besten Flavor, die ich so in den letzten paar Monaten geraucht habe, seit der Intertabak Dortmund. Und der hat mich echt umgehauen und dieses Aroma hat mich richtig geflasht. Und ich habe mir mal gewünscht, komm, irgendeiner muss nochmal der Teil rausbringen auf Virginia-Basis. Und hier haben wir das Ganze. Ich bin sehr gespannt, was das geruchlich, geschmacklich bringt, ob das an das Ganze rankommt. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal über zum Schnitt. Der Schnitt sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Also ihr habt einen mittleren Schnitt mit relativ feinen Stückchen dabei. Wenig Äste. Molasse ist sehr, sehr gut eingezogen. Relativ hell ist das Ganze und für mich sieht das Ganze qualitativ sehr hochwertig aus. Nase rein. Also man hat ja sehr, sehr stark dieses Viola-Bonbon drin. Erinnert mich auch sehr stark an den Kismet. Aber hier schwimmt noch so eine schon harte Mentholnote, wenn man die Nase tief reinhält, mit. Also wirklich so ein Menthol-Minz-Aroma. Und abkühlen tut es leicht. Für mich noch irgendein süßer Ton, den ich nicht so deuten kann, mit drin. Ja, Dosen gefallen mir ganz gut. Design sieht auf jeden Fall auch schön aus und ist ansehnlich. Dafür, dass ja, mittlerweile jede Dose durch Ekelbilder versaut wird, jedes Design, haben sie trotzdem hier was Schönes hinbekommen. Wir rauchen das Ganze in der Wuka mit dem neuen KS Apo Zeflex Leap 3 MLG Kohlen 26er mit dem Emmy Deluxe, keine Ahnung wie der Aufsatz heißt, ist relativ neu jetzt gerade bei mir und raucht das Ganze circa seit 25 Minuten und ich würde sagen, nehmen wir mal einen kräftigen Zug hier. Natürlich im Vordergrund diese Viola-Note, die sich ja primär auf der Zunge ablegt, da auch ganz schön intensiv ist. Für mich rundherum im Mund bleibt nicht viel. Das ist auch schon sofort der erste Kritikpunkt. Das Aroma könnte ein Ticken stärker sein von diesem Viola-Bonbon generell. Es ist nicht so mundvoll, wie ich es eigentlich gerne hätte, weil das, was durchkommt, schmeckt extrem geil. Die kühle Note geht hier sehr extrem unter. Habt ihr beim Einziehen leicht dabei. Beim Ausatmen ist es schon fast weg. Gefällt mir aber gut im Mischungsverhältnis. Besser als im Geruch, auf jeden Fall im Geschmack hier. Spiegelt sich das auf jeden Fall runder und schöner da. Ist nicht irgendwie aggressiv. Oder ja, keine Ahnung, wenn ihr den Zipper aufmacht und das erste Mal Luft sozusagen drankommt, hat das für mich so einen leichten brennenden Faktor in der Nase gehabt. Einmal reingefüllt, ein bisschen Luft rangekommen, habt ihr das einmal umgerührt. Keine Probleme mehr damit gehabt. Riecht ganz normal und jetzt auch im Geschmack habt ihr wirklich nichts, was drückt oder was kratzt. Ja, dieses Pfeilchen kommt halt wirklich sehr, sehr schön raus. Ich wiederhole mich jetzt, weil ich wünschte mir wirklich, dass es mehr da wäre. Es schmeckt extrem geil, ein bisschen länger im Mund, ein bisschen vollmundiger. Dann wäre das pervers gut. Diese süßliche Note geht jetzt fast mit in dieses Pfeilchen über, die ich vorher dann nur hoch bei hatte. Also ich erkenne jetzt nicht noch irgendeinen Beiton oder sowas. Schmeckt wirklich extrem gut. Ich gebe dem letzten Mal noch mal ein bisschen mehr Hitze, um hier mal ja, vielleicht noch mal ein bisschen was rauszukitzeln. Hat den schon sehr, sehr oft jetzt geraucht, die Dose. Schmeckt mir auch, wie gesagt. Also ich kann ihn auf jeden Fall auch hintereinander wegrauchen, weil es ja mit dem Pfeilchen doch meinen Geschmack ziemlich trifft. Obwohl ich die Bonbons nicht wirklich mochte, konnte ich nicht viele von essen, so mal zwischendurch. Aber hier als Tabak wirklich ein extrem außergewöhnlich geiles Teil. Dieses Viola-mäßige hat natürlich so eine leichte, minimale Spritzigkeit irgendwie mit drin, was das Ganze ein bisschen knackig macht.
ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist jetzt nicht zu süß, es ist nicht zu herb, sondern eigentlich genau auf so einer schönen Linie, wie es eigentlich sein soll. Aber halt dieses leicht wässrige, wenn ich das so beschreiben will. Rauchentwicklung geht unfassbar gut klar, habe ich nicht mit gerechnet, hat Kai so geil qualmt, im normalen Setup halt. Kann sich auf jeden Fall sehr gut sehen lassen. Für mich geht hier eine Probier- bis Kaufempfehlung raus, für Leute, die den Geschmack feiern, die es nicht sozusagen locker sitzen haben, sich immer ein Kissmatch zu holen mit dem Aroma, ist hier auf jeden Fall das Teil ans Herz gelegt. Ich werde mir safe auch noch eine Dose davon holen. Ich hoffe nur, dass der Hersteller vielleicht das Ganze ein bisschen intensiver herstellt. Aber so echt lecker, also kann man nichts sagen. Ja, ich glaube, das war's schon. Unten Facebook oder Instagram verlinkt, schaut da auf jeden Fall vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mal eure Kommentare rein, eure Meinungen zu Copy Smoke, was ihr da schon so getestet habt und was ihr meint, was wir vielleicht noch davon vorstellen sollen, was da von wirklich leckerer Flavor ist. Und freut euch auf die Messe, unser Tabak. Wow, nice. Wir freuen uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.